Gestatten Sie mir, dass ich, vielleicht sprenge ich damit ein bisschen das Format dieses Tages, mit einem Gebet aus der Liturgie der Kirche beginne. Herr unser Gott, junge und alte Menschen, einfache und kluge, erfolgreiche und solche, die sich schwer tun, hast du hier zusammengeführt als deine Gemeinde. Gib einer jeden und einem jeden etwas von deinem guten Heiligen Geist, damit wir dich, uns selbst und einander besser verstehen und vorankommen auf den Weg, auf den du uns miteinander gestellt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Das ist ein Gebet für diesen Tag und ich wünsche uns, dass es uns in allem, was wir heute reden, hören, tun, leiten und begleiten möge. Aber es ist eben nicht nur ein Gebet für diesen Tag, sondern es ist Programm. Als Volk Gottes sind wir miteinander unterwegs, als Getaufte, Gefirmte, Geweihte, Ordinierte, Beauftragte und Gesandte. Alle haben den Heiligen Geist empfangen, damit wir Gott, uns selbst und untereinander besser verstehen und vorankommen auf den Weg, auf den Gott uns miteinander gestellt hat. So habe ich es eben gebetet. Das ist das Wesen der Kirche. Das ist das Leben der synodalen Kirche. Und da haben wir als katholische Kirche wahrhaftig Nachholbedarf, da haben wir Lernbedarf. Dieser Tag soll uns helfen, der Synodalität der Kirche mehr auf die Spur zu kommen. Kurienkardinal Kurt Koch hat in dieser Woche der Einheit der Christen aufgerufen, die Ökumene auszubauen, insbesondere zur Orthodoxie. Er betonte dabei, dass das Lernen von synodalen Strukturen ein wesentlicher Schritt seitens der Katholiken sei. Ich möchte das in ökumenischer Verbundenheit nicht losgelöst von unseren evangelischen Schwestern und Brüdern sehen, die ebenfalls über einen reichen Schatz an Erfahrungen mit Synodalität verfügen. Ich freue mich sehr, dass heute explizit ökumenische Perspektiven einen großen Raum haben. In der augenblicklichen Kirchensituation halte ich zwei Dinge für elementar, sowohl für die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals als auch für unseren synodalen Weg. Erstens, unsere Bereitschaft zum Lernen und zweitens, den ernsthaften Willen zum Hören. Da bin ich nicht fehlerfrei. Ich gestehe, nicht immer gelingt mir das Hören und die Lernbereitschaft. Aber ich weiß auch, ich will hören und lernen. Ich habe gelernt, es braucht diese Bereitschaft zuallererst dann, wenn Entscheidungen anstehen. Aber auch dann, um eigenes Handeln zu hinterfragen und gegebenenfalls zu revidieren. Die Kirche wird, wie vielleicht schon lange nicht mehr, massiv und bedrängend angefragt von ihren eigenen Gläubigen, von der Öffentlichkeit, von den Medien. So herausfordernd und schmerzhaft das sein mag, es ist gut und richtig, dass wir Bischöfe, wir Getauften und wir als Kirche angefragt und hinterfragt werden. Es korrigiert unseren Weg und macht uns sensibel dafür, wohin der Heilige Geist uns führen will. Wir wollen den Sensus Fidei und den Sensus Ecclesiae zusammen denken. Dafür braucht es die Synodalität der Kirche. Papst Franziskus spricht von einer synodalen Kirche, die,
Zitat, eine Kirche des Zuhörens ist, jeder im Hinhören auf die anderen und alle im Heiligen Geist. Zitat Ende. Es geht darum, synodaler zu werden. Es muss nicht zwangsweise das gleiche Verständnis von Partizipation sein, wie wir es von der liberalen parlamentarischen Demokratie her kennen. Da geht es um berechtigte Interessen von Menschen, um Aufgaben zum Wohl der Menschen, Argumente und Debatten und schließlich um Mehrheiten. Die Kirche will Synodalität, sie will Kollegialität, sie will Dialog. Also wird sie prüfen, was in Kirche und Gesellschaft gut ist und bisher in ihrer Tradition vielleicht zu sehr verschüttet wurde. Sie sucht in all dem, im gemeinsamen Hören auf den Anruf Gottes. Ich wünsche mir daher, dass unsere Gremien, unsere Beratungen geistlicher werden. Geistlicher, das heißt, hinhören auf den Geist, was er uns sagt. Es reicht nicht allein das bessere oder das stärkere oder das lautere Argument. Es ist mir ein Anliegen, dass wir dem Geist Gottes großen Raum geben in unserem Miteinander und in unserem gemeinsamen Ringen. Das ist Synodalität. Deswegen freue ich mich, dass dieser Tag heute sowohl eine ökumenische wie auch eine gesellschaftliche und politische Perspektive hat. Sie können und sollen uns helfen, sensibler zu werden, wie wir unsere Strukturen zukünftig gestalten, um wirklich authentisch christlich leben und wirken zu können. Dies gilt für die Kirche insgesamt. Es gilt auch für unser Bistum Dresden-Meißen und damit auch für mich. Eigentlich, wir haben es schon gehört, sollte es eine Tagung in Leipzig sein. Gemeinsam mit den Akademien in Mitteldeutschland und dem Forschungskolleg der Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Es wurde pandemiebedingt ein Online-Thementag. Es soll eine Auseinandersetzung mit der Frage der Synodalität und Kollegialität an einer Wegmarke unserer Kirche sein, angesichts der Pandemie und der Missbrauchskrise, die in ihrem zeitlichen Zusammentreffen toxisch sind. In diesem Jahr begehen wir in unserem Bistum Dresden-Meißen das 100-jährige Jubiläum der Wiederbegründung im Jahre 1921. Synoden sind unserem Bistum nicht fremd. Schon unmittelbar nach der Wiederbegründung gab es im Jahre 1923 eine Synode. 1968, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, gab es die Meißener Synode und damit die Suche nach dem künftigen Miteinander in unserem Bistum. Rund 100 Jahre nach seiner Wiederbegründung und dem in unserem Bistum fast zum Abschluss gebrachten Prozess der Pfarreineugründungen stehen wir an einem zentralen Punkt. Wir fragen uns in unserem sogenannten Erkundungsprozess, wie gelingt es uns glaubhaft, die Menschen mit Christus in Berührung zu bringen? Die Antwort auf diese Frage finden wir nur im gemeinsamen Hören. Insofern ist dieser Tag heute eine Einübung in das Aufeinanderhören. Was haben wir einander zu sagen? Was haben wir uns mitzuteilen? Was ist im gemeinsamen Hinhören auf den Geist für unsere Kirche in Deutschland, für unsere Bistümer, für unser Bistum hier in Dresden-Meißen und für mein Handeln als Bischof angesagt? Meine Erfahrung ist, wenn es uns gelingt, im Miteinander und aufeinander hören, dass das Gehörte wichtiger wird als mein eigenes Denken, wenn wir das miteinander bzw. gegenseitig tun, hat Gottes Heiliger Geist eine Chance, in uns und unter uns etwas neu werden zu lassen.
Ich wünsche uns diese Haltung für diesen Tag. Ich wünsche uns Gottes Geist, damit wir eine synodale Kirche werden.